Wisst ihr noch, vorgestern, da war das Stadion in München blau-grün illuminiert und nicht in den Farben des Regenbogens. Dafür wurden gefühlt fast alle Profilbilder in den sozialen Medien regenbogenbunt. Überall in Deutschland flatterten Regenbogenfahnen und die UEFA war der große Buhmann. An der Sache finde ich einige schräg. Was ich stattdessen fordere, kommt hier im Video. Viktor Orban, der Ministerpräsident Ungarns, war klug genug, den Kessel nicht noch weiter anzuheizen und dem Spiel Deutschland gegen Ungarn fernzubleiben. So bekam die UEFA die öffentliche Dresche ab, die vor allem Orban und seine Regierung verdient hätte. Es geht ja nicht darum, ob die Münchner Arena in Regenbogenfarben leuchtet oder nicht, sondern dass die diskriminierende Gesetzgebung gegen homosexuelle Menschen in Ungarn geändert werden muss. Ja, ich weiß, Ungarn hat schon länger gleichgeschlechtliche Partnerschaften anerkannt als Deutschland, aber das war es dann auch schon. Die neuen Gesetze in Ungarn, die laut Orban vor allem Kinder schützen sollen, kriminalisieren homosexuelle Menschen auf das Übelste. Laut Gesetz darf keine Werbung für Homosexualität gemacht werden. Das bedeutet konkret, dass Kindern nirgends vermittelt werden darf, dass Homosexualität etwas Normales ist. Jegliche Aufklärung zum Thema ist in der Schule und anderswo verboten. Werbeclips, die homosexuelle Paare zeigen, ebenso. Da das Gesetz ziemlich schwammig geschrieben ist, könnte das auch bedeuten, dass man im öffentlichen Raum keine Regenbogenfahne mehr zeigen oder sich als homosexuelles Paar nicht öffentlich küssen darf. Homosexuelle Menschen dürfen homosexuell sein, aber sie sollen in der ungarischen Öffentlichkeit unsichtbar werden. Richtig fies ist aber, dass dieses Gesetz ständig Pädophilie und Homosexualität in einen Topf wirft. Im Radio hat Orban gesagt: Ungarn ist sehr tolerant und geduldig gegenüber Homosexuellen, aber es gibt eine rote Linie, die darf man nicht überschreiten. Lasst die Kinder in Ruhe! Jemand, der homosexuell ist, ist homosexuell. Er oder sie ist nicht pädophil. Pädophilie ist eine ganz andere Veranlagung. Zum Mitschreiben: Ein pädophiler Mensch steht auf Kinder und nicht auf Menschen des eigenen Geschlechts. Da gibt es keinen Zusammenhang! Ungarns Regierung hat sich zudem einen besonders bösartigen Trick ausgedacht. Die Gesetzgebung gegen homosexuelle Menschen wurde mit einem neuen Gesetz gegen Pädophilie in ein Gesetzespaket gepackt. So kann jedem und jeder, die gegen die diskriminierenden homosexuellen Gesetze eintreten, vorgeworfen werden, dass sie schärfere Gesetze gegen Pädophilie verhindern wollen. Ungarn ist ein EU-Staat, der von unser aller Steuergeld mitfinanziert wird. Das ist so lange vollkommen richtig und okay, als wir damit nicht einen Staat fördern, der EU-Rechte wie Pressefreiheit und Gleichberechtigung aller Menschen mit Füßen tritt. Ich habe in unterschiedlichen Videos klargemacht, dass ich UEFA und FIFA nicht mag. Auch bei der Sache mit der Beleuchtung des Stadions ist die UEFA zu kritisieren. Aber die UEFA ist im Moment nicht das Hauptproblem, sondern die Gesetzgebung in Ungarn. Deswegen reicht nicht das Posten von Regenbogenbildern in Social Media. Die Sache darf jetzt, wo das Spiel gegen Ungarn vorbei ist, nicht in Vergessenheit geraten. Die Europäische Union muss handeln. Frau von der Leyen hat ja schon Schritte gegen Ungarn angekündigt und das Gesetz eine Schande genannt. Aber bei Ankündigungen darf es nicht bleiben. Die EU muss scharf gegen solche Diskriminierungen vorgehen, da sie einen Verstoß gegen europäische Werte und Statuten darstellen. Geht einen Schritt weiter mit eurer Solidarität und schreibt eurer EU-Abgeordneten und fordert sie auf, sich gegen die Diskriminierung von homosexuellen Menschen in Ungarn einzusetzen. Ich verlinke euch in der Infobox die EU-Abgeordneten aus Niedersachsen. Ich selbst schreibe Jens Gieseke aus dem Emsland, der sitzt für die CDU im EU-Parlament. Und wenn ihr mehr über die Lage von homosexuellen Menschen in der EU wissen wollt, dann guckt euch das hier an. Und wenn ihr keinen meiner Zornausbrüche verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.